In diesem Video lernst du, wie du eine Gerade in ein Koordinatensystem einzeichnen kannst, wenn du von der Gerade Punkt und Richtungsvektor gegeben hast. Die Gerade h verläuft durch den Punkt A ist gleich 4, 2. Ein Richtungsvektor der Gerade ist v gleich minus 2, 1. Erstens, zeichne die Gerade im Koordinatensystem rechts ein. Wir beginnen also unseren Punkt A einzuzeichnen. 4, 2. Als nächstes zeichnen wir den Richtungsvektor ein. Erinnere dich kurz, Vektor zeichnen bedeutet immer die erste Komponente in Richtung der x-Achse, also minus 2. Und die zweite Komponente in Richtung y-Achse, 1. Und dann können wir unseren Vektor einzeichnen. Bitte nimm dazu ein Lineal, damit es gerade wird. Und jetzt nimm dir ein Lineal und verlängere den Vektor, dann bekommst du die Gerade. Und schon haben wir die Gerade H eingezeichnet. Dann schauen wir noch kurz zum zweiten Punkt. Welche Richtungsvektoren legen gemeinsam mit dem Punkt A dieselbe Gerade fest? Naja, das sind alle Vektoren, die die gleiche Richtung wie unser Richtungsvektor V hier hat. Und jetzt erinnere dich nochmal kurz, die gleiche Richtung bedeutet dasselbe wie die Vektoren sind parallel. Und wenn Vektoren parallel sind, dann sind sie ja ein Vielfaches voneinander. Das heißt, wir können alle möglichen Zahlen nehmen und einfach beide Komponenten unseres Vektors v mit der Zahl multiplizieren. Und so bekommen wir ganz viele verschiedene Vektoren, die aber eigentlich alle dieselbe Richtung wie v angeben. Also zum Beispiel kannst du den Vektor v mit der Zahl 2 multiplizieren. Dann bekommen wir den Vektor minus 4, 2. Oder du kannst den Vektor mit minus 1 multiplizieren. Weil wir haben ja dann noch dieselbe Richtung, zwar nicht mehr dieselbe Orientierung, aber die Richtung bleibt ja gleich. Oder du kannst den Vektor auch mit der Zahl 10 multiplizieren. Dann bekommen wir minus 20, 10. Also egal welche Zahl du nimmst, wenn du beide Komponenten damit multiplizierst, dann bleibt die Richtung des Vektors sicher gleich. Das war's, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder.